die erste, zweite Messe in Wien in der Markshalle, die Hanf Expo. Vom 26. bis zum 28.04. Schauen wir uns das jetzt mal an. Rauchverbot auf der Hanf Expo. Irgendwie passt das nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, mit dabei ist heute auch wieder der Dave. Die krummen Gurken, der Georg, hi. Du, ihr habt ja da eine heftige Pflanze stehen, wa? Ist die schon Jahre alt oder? Nein, noch keine Jahre, erst 4 Monate. Unserem Gewächshaus gewachsen. Sind CBD-Pflanzen überhaupt gefragt, CBD-Stecklinge? Sind auch gefragt, ja. Ja, wir haben zwei Nutzhanfsorten im Sortiment. Die Nemesis A22 und St. Gallen OG. Okay. Sind beides Schweizer Genetiken und ja, sind sehr beliebt mittlerweile, ja. Na, vielleicht werden wir die mal testen. Spinnmilben, Tripse, Trauermilben, Blattläuse, weiße Fliegen. Wer kennt sie nicht? Hallo Anna. Hallo. Du, ihr macht Nützlinge gegen Schädlinge. Wir machen biologischen Pflanzenschutz. Mhm. Unser Hauptgeschäft sind die Nützlinge. Der Vorteil darin liegt halt einfach, dass man nicht überdosieren kann, beispielsweise, dass keine Resistenzen entstehen können. Man hat keine Rückstände dann auf den Pflanzen und so weiter. Ja, das ist alles sehr von Vorteil. Es ist auch nicht wirklich sehr teuer. Vorbeugendes Arbeiten ist ein guter Tipp, ist halt immer schlauer, als wenn man erst was macht, wenn schon was natürlich ist. Ja, das ist ja eh in den meisten Fällen so an und für sich. Aber gerade für medizinischen Gebrauch super eigentlich, weil du keine Chemie und so einen Scheiß brauchst. Genau, keine Rückstände eben in irgendeiner Form dann auf den Pflanzen irgendwie verbleiben. Sollte man die eher nur bei bestimmten Temperaturen bestellen? Also kann man sagen, im Winter kann man die nicht verschicken oder im Sommer oder so? Es gibt schon Nützlinge, die bestimmte Anwendungszeiträume haben. Ja. Allerdings indoors ist es so, dass wir da die ganze Zeit über eigentlich lieferfähig sind, das ganze Jahr über. Die kann man auch das ganze Jahr über anwenden. Okay. Im Innenraum hat man eh immer durchgängige Temperatur eigentlich, egal ob es jetzt Dezember oder Juni ist an und für sich. Okay. Und ja, für den Garten draußen schaut es dann schon wieder anders aus. Da gibt es dann schon Tiere, die nur zu bestimmten Zeiträumen verfügbar sind, weil es auch nur zu diesen Zeiträumen dann irgendwas bringt. Ja. Okay, super. Danke dir, Anna. Sehr gerne. Hier, die haben Drogen zum Beispiel. Ne? Das seht ihr? Ist es überhaupt erlaubt bei euch hier? Ja, klar. Okay, haben wir Glück gehabt. Ich sitze hier bei den Hemp Brothers aus Salzburg und genau deswegen kommen die auch hier vor die Kamera, weil die praktisch nebenan wohnen. Hallo Merlin. Hi, hallo Dario. Hallo. Ja, euch beiden mal vorstellen, wer sind die Hemp Brothers? Warum gibt es die Hemp Brothers? Inzwischen sind wir ja die Hanfbrüder, ist der bessere Name inzwischen. Warum gibt es uns alle? Warum sind wir alle da? Es geht ums Thema Hanf. Ja. Wir haben eine gewisse Affinität zu dem Ganzen und ja, wollen diese Pflanze ein bisschen aus der Schmuddelecke, in der sie unserer Meinung nach ungerechterweise ist, wieder ein bisschen rausholen. Ja. Gibt es bei euch was Besonderes, was woanders vielleicht noch nicht gibt? Oder so ähnlich? Ja, ganz besonders ist erstens mal unser Schweizer Partner. Natürlich. Der Dario von Cijonic Implements, mit dem wir seit Anfang an eigentlich zusammenarbeiten, der uns sehr viel geholfen hat, den ganzen Aufbau und uns natürlich mit Bombenprodukten auch unterstützt. Ja. Okay. Wir haben über Blütenöle bis zum ganz neuen, wirklich tollen wasserlöslichen Nano-CBD. Okay. Sehr spezielles Produkt. Das heißt Nano-CBD?
Nano heißt, dass du eine sehr hohe Bioverfügbarkeit hast, weil das CBD einfach sehr in Nanopartikel praktisch was nicht zerstäubt. Da wäre der Dario der bessere Ansprechpartner. Und euch gibt es online und in Salzburg im Laden, oder? Ganz genau. So, wir haben einen Offline-Store in Salzburg in der Wolf-Dietrich-Straße und online unseren Shop. Genau, wir haben einen Großhandel, also sind in ganz Österreich eigentlich ein bisschen unterwegs. Genau. Dario, du bist ja eigentlich so ein Revoluzzer, ein alter Pionier, was der CBD-Anbau in der Schweiz betrifft. Wie lange bist du schon dabei? Ja, also ich arbeite jetzt seit 2014 wieder hauptberuflich mit CBD. Wir waren damals in der Schweiz auch die Ersten, die es geschafft hatten, so ein Produkt als Tabakersatzprodukt eigentlich im Markt anzumelden, hatten da die Bewilligung vom Bundesamt für Gesundheit als Erste erhalten und hat natürlich da, also ich sage jetzt mal, als der heutige richtige CBD-Markt entstanden war, waren wir natürlich von Anfang an dabei. Also wir arbeiten da eigentlich mit einem schweizerischen Pharma-Labor zusammen. Die haben dieses Verfahren vor nun schon 12 Jahren entwickelt. Dabei ging es darum, ein Beifußöl wasserlöslich zu machen für den therapeutischen Einsatz im Weiteren. Und als dann natürlich das mit der CBD immer die Nachfrage immer größer wurde, neue Innovationen gefragt waren, haben die natürlich gesagt, das können wir auch mit dem CBD-Öl machen. So. Und dieses patentierte Verfahren basiert eigentlich darauf, da wird ein CBD-Molekül wird von einem Wassermolekül umschlossen und durch das wird es im Körper über die Blutbahn transportiert. Und 80% des menschlichen Körpers besteht aus Wasser, oder? Und so hat man natürlich auch eine viel größere Bioverfügbarkeit. Das Labor hat auch einen Pharma-Award für dieses Produkt gewonnen. Okay. Und wir würden jetzt mal sagen, diese Art der Technologie, die wird den Ölmarkt in ganz Europa noch mal wirklich revolutionieren. Also im Moment ist das noch neu, aber ich würde jetzt mal sagen, in 1-2 Jahren wird die Mehrheit der Öle werden wasserlöslich sein, weil man hat einfach, also jetzt ein 10%iges würde jetzt von der Wirkung einem 80 oder fast 100%igen Normalextrakt gleichkommen. Das hört sich wahnsinnig an. Zeig mir das doch mal, wie sich das im Wasser auflöst. Also das wäre jetzt der Isolate-Extrakt, das heißt, da haben wir nur CBD. Ah, okay. Es gibt ein Vollspektrum auch noch, das wäre jetzt der Isolate. Man kann da schön... Also das ist Isolate-Extrakt. Genau, wäre halt für Nahrungsmittelproduktion oder so interessanter, weil 0 THC gerade für Deutschland. Sieht ein bisschen milchig aus, ne? Genau, ja. Aber du merkst jetzt, es löst sich wirklich komplett im Wasser auf. Also wir haben keinen Film oben oder irgendwas, sondern es geht wirklich, also verbindet sich komplett, ja. Ja, schön. Und genauso ist es halt auch, wenn du es einnimmst, dass du dann praktisch, wie das Wasser. Mach mal einen Unterschied jetzt in dem anderen, wie das andere das aussieht. Das Vollspektrum. Ach, das mit so einem Dosierdingen. Genau, das hat jetzt auch durch den Zerstäuber haben wir ein bisschen einen anderen Effekt. Ja, weil das sieht aber stark aus. Mineralwasser natürlich ist mit Kohlensäure, oder? Ah, okay. Aber da kann man halt wirklich schön sehen, es verbindet sie. Ja. Ja, es geht ganz langsam wie eine Wolke ins Wasser, wie man da sieht. Ja. Jetzt rühre ich mal einfach, um das zu demonstrieren, oder? Jetzt haben wir natürlich da noch den Effekt der Kohlensäure, die diese Schaumbildung verursacht. Das hätten wir jetzt. Gut, das hat man aber bei anderen Sachen ja auch. Genau. Aber man sieht also wirklich jetzt auch beim Isolat, also wenn sich das jetzt legt, dann erkennt man diese dampfähnliche Struktur, die man vorhin hatte. Es hat aber auch eine schöne Farbe, finde ich. Also ich würde dir aber vorschlagen, Mario, probier es gleich mal, weil der Geschmack gerade vom Vollspektrum ist wirklich genial. Prostata. Prost. Also ich sag mal, die Leute, die Hanföl nehmen, wie sie immer eher so bitter und so. Aber das ist wirklich angenehm, obwohl es jetzt nur Wasser ist, es ist kein Orangensaft oder so. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, mir verzieht das Gesicht, sondern man schmeckt noch schön den Hanf raus. Aber sehr angenehm. Kann ich mir sehr gut auch im Tee oder so vorstellen. Müsst ihr mal probieren. Ja. Hey, ich wünsche den Hanfbrüdern ganz viel Erfolg in nächster Zeit. Ja, Tobias, hi, schön, dass du mal kurz wieder gekommen bist. Wir haben wieder mal was Neues geschafft. Wir haben es endlich geschafft, dass wir unseren Partygrinder, den großen, für großen Bedarf,
dass wir den jetzt als dreiteilige Variante gemacht haben. Ah, okay. Also ist das Vorstadium, als nächstes kommt nachher natürlich noch der vierteilige, aber da gibt es so ein bisschen am Basteln. Der ist vorgestern das erste Modell fertig geworden, also die sind wirklich frisch aus der Werkstatt da. Was ich jetzt auch gerade dabei bin, ist, dass wir eine neue Custom-Option für unsere Grinder machen, und zwar, dass wir oben bei den Deckeln noch ein Inlay reinmachen. Also das ist jetzt der erste Versuch. Da habe ich einmal eine Tasche reingefräst und jetzt eine anders eloxierte Scheibe reingeklebt. Hey, danke, dass du mal wieder da warst. So. Passt, hat mich gefreut, gell? Ciao. Ciao. Jetzt wäre ich fast schon an den Zelten vorbeigelaufen, weil die so eine Tarnung haben. Ist mal was ganz Neues, finde ich. Die kenne ich nur in schwarz. Das Gestänge ist 26 mm stark, hält 200 Kilo. Wow. Und das bringt uns den Vorteil, dass wir unten keine weiteren Füße mehr brauchen. Muss ich mal testen. Ja. Unten bleibt alles frei, ja. Unten bleibt alles frei und da können sich zwei, drei Leute rauf. Also das haben wir schon alles ausprobiert, ja. Schöne Zelte auf jeden Fall und danke. Wer darf natürlich nicht fehlen? Indras Bennett mit CBD Express. Neben mir der Helmut. Hi. Hallo, Helmut. Hey, du machst den CBD Express. Wie läuft das gut? Also ist es echt so, dass die Leute anrufen und sagen, hey, ich brauche hier abends mal ein Gras oder so? Ja, kann man sich das so vorstellen? Wir verkaufen natürlich schon auch Blüten, aber hauptsächlich im Versand nur mehr. Und im Großhandel und die Beratungsgeschichten, das ist ein bisschen eine gefährliche Sache mit Gesetz. Okay. Ne? Also ihr müsst doch vorsichtiger sein, wie es vielleicht noch vor einem halben Jahr war. Richtig, genau, so ist es eigentlich. Was hältst du von der Messe, die erste hier in Wien? Also die erste Hanf-Expo? Ja, es sind eigentlich neue Leute da. Also man merkt schon, weil die fragen schon nach, die kennen da die Firma noch nicht so. Mhm. Und ich finde es eigentlich recht gut. Es ist einmal was Neues, besser für die Leute zum Antreffen, halt auch mit der U-Bahn kann man da herfahren, nicht jetzt unbedingt mit dem Auto, weil wir wissen ja, was da abgeht da draußen, ne, mit den Führerscheinen. Ja. Ne, und das ist ja traurig genug. Ne. Ja. Sag mal, was glaubst du im CBD überhaupt mit der jetzigen Regierung? Wird es jetzt noch schlimmer werden oder was ist so dein Gefühl? Was glaubst du? Also da haben wir das ja schon seit den 80er Jahren immer wieder her, in 3 Jahren ist legal oder in 5 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Europa so ziemlich die Letzten sind. Also, befürworten damals alle, aber wenn wir sich ganz ehrlich sind, bin ich eher der Meinung, dass der Luxemburg oder die Schweiz die Ersten sind. Und wir wahrscheinlich, die Letzten, wie immer, traurigerweise. Ihr seid schuld, ne, muss man noch dazu sagen. Und ja, es müssen sich halt viel mehr Leute dafür einsetzen. Das ist halt das Schlimme halt an der ganzen Geschichte. Jeder will und will nur bestimmen, aber keiner will was dafür machen. Nein. Das ist halt so, ne? Aber ja. Ey, hör mal auf, hier anzurufen. Ja, schön, dass du auf jeden Fall mal kurz deine Meinung abgegeben hast. Ja. Und wenn dann Hannes siehst, grüße immer schön. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und auch schöne Grüße, Hannes. Gell? Wäre schön, wenn du da wärst. Ja, ihr Lieben, ich sitze hier neben dem Harald und das ist der Veranstalter von der ersten Hanf-Expo hier, wo wir das Messevideo machen. Schön, dass du mich mal kurz hier vor die Kamera lässt oder dass du mit uns vor der Kamera bist. Ja, sehr gerne. Ja. Schön, dass wir das einrichten können. Warum ist eine zweite Messe nach der Cultiva in Wien notwendig oder warum hast du geglaubt, muss man das tun? Also die Cultiva ist eine sehr gut etablierte Messe und hat vielleicht so ein bisschen einen anderen Hintergrund und eine andere Entstehungsgeschichte. Okay. Wir fokussieren hier auch auf andere Innovationen im Bereich Cannabis oder Hanf und sehen auch die Stadt Wien als Messestadt Wien als einen tollen Standort, um einfach auch Internationalität anzusprechen. Mhm. Und das ist so die Idee, wo ich mir denke, da haben zwei starke Kräfte, zwei starke Partner in einer Branche, wenn man das so sagen möchte, Platz.
Und die Erreichbarkeit ist hier wahrscheinlich auch noch schöner, ne? Toll, also wir haben eine Viertelstunde zum Flughafen, wir haben die U3, also Wien ist sehr gut erschlossen, einschließlich in den Nachtstunden. Und darüber hinaus machen wir auch noch Shuttle-Service, so, ich glaube, geht der Shuttlebus jede Viertelstunde. Richtig happy damit. Ja, also da muss ich dir auch echt ein Kompliment aussprechen. Das ist, also, es gab ja vorher auch viele Gerüchte, ja, wird es diese Messe überhaupt geben? Machen das Chaoten? Ja. Und das ist wirklich sehr positiv. Also es ist sehr schön groß. Hier seht ihr an den Bildern, die wir euch zeigen von der Messe. Also es ist wirklich toll aufgebaut, auch toll organisiert, freundliche Leute. Kein Chaos, wie vermutet. Ja, also wirklich schön gemacht, ja. Danke, damit dass das funktioniert, natürlich gibt es überall mal Überraschungen. Ja. Heute in der Nacht ein Sturm, der im Außenbereich wieder viel zerstört hat. Zum Glück ist es gelungen, zur Eröffnung hier wieder alles herzustellen. Nächstes Jahr wird es also wieder die Messe geben? Das ist fix. Also wir haben mit der Marxhalle als Vertragspartner einen mehrjährigen Vertrag. Wir halten uns an alle Rahmenbedingungen. Ich glaube, die sind auch sehr happy. Und wenn es so weitergeht mit der Messe, glaube ich, gibt es schon viele, die sagen, wir möchten nächstes Jahr wiederkommen. Eine Ausstellerin hat zum Beispiel zu mir gesagt am ersten Tag, das ist die erste Messe, die erste Hanfmesse, wo es auch einen Champagner gibt. Es ist fix, dass sie nächstes Jahr wieder dabei gibt, weil das hat sie noch nicht gehabt. Super. Also Leute, wenn ihr dieses Jahr das nicht geschafft habt, diese Messe zu besuchen, was sehr schade ist, dann schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei.